Mit diesem Superheldentrank kann ich normale Mobs in Superheldenmob verwandeln. Und diese Superhelden kämpfen heute im Minecraft Mob Battle gegeneinander. Nur der Gewinner des Mob Battles darf auf die Superheldeninsel und darf schauen, was sich in dieser OP-Kiste befindet. Und was hast du dir heute ausgedacht? Oh ja, Pat, das ist eine gute Frage, denn heute machen wir ein Superhelden-Mob-Battle und der Gewinner darf auf die coole Superhelden-Insel und darf diese coole Kiste öffnen und das werde ich sein, Pat. Das ist ein guter Scherz, aber wer hier gewinnt, das ist doch ganz klar. Und das bin ich. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und du gehst auf die Verliererseite rüber. Komm schon, mach, verschwinde von hier, Pat. Aber dann kannst du doch hier bleiben, denn das ist die Verliererseite. Ach Mann, komm, sieh zu, dass du Land gewinnst. So, Freunde, und was Pat nicht weiß, ist, dass ich cheaten kann. Aber bevor wir cheaten, zeige ich euch mal, wie wir unsere Superhelden bekommen. Wir haben hier richtig coole Braustände und dort drin befinden sich Superheldentränke. Und wenn ich diese auf die Mobs schmeiße, verwandeln die sich in Superhelden. Aber jetzt schauen wir erstmal, was der Pet platziert in der ersten Runde. Und dafür haben wir dieses kleine, coole Loch. Und was macht denn der Pet da? Keine Ahnung, vielleicht, was könnte er denn sagen? So, ich habe hier was Schönes in der Enderkiste und ich glaube, der sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, damit rechnet Sinti auf keinen Fall. So, dann würde ich sagen, wir müssen noch ganz kurz einmal hier meine Zone markieren, zack, hier und einmal hier. Und ich würde sagen, dann begeben wir uns gleich auch schon in den Kampf, wenn Sinti natürlich bereit ist. So, dann würde ich sagen, okay, oh mein Gott, wie groß wäre denn? Was hat Pet denn hier gespawnt? Schaut euch das mal an. Oh Mann, okay, da müssen wir uns auf jeden Fall ranhalten. Der hat einfach so ein Ignis-Monster gespawnt. Okay, okay, ich habe eine Idee, was wir jetzt spawnen werden, Freunde. Und zwar ein Spider-Man-Skelett. Boah, kommt schon, ich zeige euch, wie das jetzt geht. Dafür gehen wir erst an diese Kiste und holen uns ein normales Skelett-Spawner raus. Und das platzieren wir jetzt erstmal hier, Freunde. Im ersten Moment sieht das ganz normal aus. Aber wenn ich jetzt diese coole Superhelden-Potion auf ihn schmeiße, verwandelt es sich in ein Spider-Man-Skelett. Und wenn ich das machen soll, dann lass mal ein Like da in 3, 2, 1, jetzt. Boah, wow, so viele Likes. Wie cool, Freunde. Kommt schon, das habt ihr euch verdient. Also, verwandelt dich in Spider-Man. Boah, Freunde, schaut mal, wie cool. Das hat einfach wirklich geklappt. Wir haben jetzt einfach so ein Spider-Man-Skelett hier. Und ich würde sagen, davon spawnen wir direkt mal 3, 4, 5. Weil Pat hat ja, ihr habt es gesehen, einen richtig krassen Mob gespawnt. So, ich hol mal ganz kurz Pat zurück und frage ihn, ob wir loslegen können. Pat, kurze Frage, bist du bereit? Na, und wie ich bereit bin? Dann würde ich sagen, zählst du den Countdown runter und es geht los. 3, 2, 1 und mögen die Spiele gewinnen. Kommt schon, Freunde, kommt schon. Und was ist denn hier los? Oh, was hast du denn nur, Spider-Man? Ich hab Spider-Man. Boah, wie cool. Freunde, wie cool ist denn Spider-Man gegen Ignis? Ach du grüne neue Pet, was hast du denn für einen krassen Mob? Oh Mann, ich muss mich echt dranhalten. Alter, meine komischen Skelett. Wobei, was sind das denn für welche? Ich kann die gar nicht beschreiben. Die haben auf jeden Fall Feuer. Die erinnern mich an Blazes mit einem fetten Schild. Schwerter haben sie auch. Also ich sag mal so, Sinti, für dich wird's heute nicht einfach. Oh nein, Freunde, die sind voll gut, die Pet gespawnt hat, aber sein einer ist fast tot. Kommt schon, Spider-Man, du musst gewinnen, du bist doch ein Superheld. Boah, Freunde, dieser Kampf ist so krass, guckt euch das mal an. Oh, er haut die Blöcke aus dem Boden, hast du das gesehen? Ja, ich, oh mein Gott, was passiert? Er wurde blau. Er wurde blau einfach, Pat, kommt schon, Spider-Man hat ihn, nein, hier ist er. Kommt schon, Freunde, das ist ja richtig krass, Alter, komm schon. Und die Blöcke. Oh, nein. Das sieht. Pat, er schmeißt ihn einfach wieder komplett hoch. Ja, ich gewinne das auch. Oh nein, kommt schon, Freunde, wir müssen uns was überlegen. Pat darf nicht gewinnen. Ich würde sagen, wir cheaten mal, haben den Ersten getötet. Oh, Pat. Alter, warte mal, der ist down. Was? Jawohl, der Erste ist gestorben. Blau ist gestorben, warum das denn? Und Freunde, den würde ich sagen, wenn es eng wird, töten wir den auch einfach, dass Pat davon nichts mitbekommt. Kommt schon, Spider-Man. Oh, ja, komm, das geht für mich gut aus. Das geht für mich auf sehr gut keinen aus. Fall. Der ist tot. Jetzt, Freunde, und was? Ich glaube, was? Er hat verloren. Er ist doch so gut.
gut aus. Ey, ja, Freunde, wir haben die erste Runde gewonnen. Wie kann das sein? Ach, Pat, haha. Wir haben die erste Runde gewonnen, Freunde. Und wenn wir noch die nächsten gewinnen, dann können wir endlich auf die Superheldeninsel. Nimm das, Sinti. Also bleibt unbedingt dran, Freunde. Denn nur der Gewinner des heutigen Mob-Battles darf auf die Superheldeninsel. Und wir verlieren keine Zeit und gehen in Runde Nummer 2. Oh, Freunde, die erste Runde habe ich gewonnen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Und als nächstes spawnen wir... Wir machen mal das mit einem Zombie. Moment, Freunde. Also, wir testen das erstmal so. Okay, der Zombie sieht schon mal gut aus. Aber ich glaube, Freunde, wir müssen wieder den Zaubertrank draufwerfen. Und mal schauen, was wir hier für welche haben. Hier ist keiner mehr drin, aber hier. Freunde, und in diesem Brauhaus war einfach der, guckt euch an, XXL Superheldentrank. Ich bin so gespannt, was passiert, wenn wir den dieses Mal draufwerfen. So, Freunde, ich würde sagen, das machen wir direkt mal auf den Zombie. Zombie, verwandel dich. Wir schmeißen dich jetzt ab. Komm schon, er verwandelt sich. Oh, Freunde, guck mal, wie cool. Hier ist jetzt einfach, das ist doch Hulk. Boah, Freunde, ist das cool. Ich würde sagen, wir spawnen direkt mal 3 Stück von diesen Hulks. Und Freunde, wir machen jetzt was Besonderes. Wir töten einfach mal einen von denen hier. So, Moment, komm schon, Hulk. Boah, Freunde, der hat richtig viel Leben. Bis wir den töten, muss echt einiges passieren. Aber wenn ich den getötet habe, dann verwandle ich mich einfach auch in den. Ja, Freunde, schaut mal. Ihr habt gesehen, was jetzt passiert ist. Und zwar kann ich mich jetzt einfach in Hulk verwandeln. Guckt euch das mal an, Freunde. Nun bin ich einfach auch Hulk. Das heißt, wenn wir irgendwie in Gefahr laufen zu verlieren, dann werde ich einfach angreifen als Hulk und Pat hat keine Chance, Freunde. Und wir werden nachher auf die Insel kommen. Jetzt gucken wir aber erstmal, was Pat gespawnt hat. Moment mal, mal schauen, ob er irgendwas sagt. Ah, letzte Runde lief nicht so gut, aber ich wäre ja nicht Pat, wenn ich mir nicht was Schönes für die zweite Runde überlegt habe. Und du? Wo kommst du denn her? Na komm, zieh Leine. Okay, ich würde sagen, wir schauen mal, was ich noch so in meiner schönen Kiste habe. Und oh, das sieht gut aus. Ein Ender Guardian. Okay, damit für sind die auf jeden Fall nicht rechnen. Komm schon, so, was spawnt der? Er guckt wieder in seine Kiste. Ich pack einfach mein Ei hier hin und zack. Freunde, was hat denn Pat gespawnt? Ach du grüne Neune. Okay. Oh, Freunde, ihr habt gesehen, was Pat für einen krassen Mob gespawnt hat, den Ender Guardian. Da müssen wir uns auf jeden Fall anstrengen als Hulk, um gegen ihn zu gewinnen. Ich würde sagen, Freunde, seht's, der Hulkhammer kann losgehen. Ich entmute mich mal wieder. Pat, hallo? Hi. Wenn du willst, kannst du losgehen. Du kannst den Countdown runterzählen. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1, go. Und Freunde, ihr seht, ich bin einfach Hulk. Also, du hast Hulk am Start. Mein Gott, was ist denn das? Mutanten-Hulk gegen meine Ender-Guardian. Ach du grüne Neune, schaut euch das mal an, was hier abgeht, Freunde. Hier springen einfach alle rum die ganze Zeit. Warum macht der Typ links nichts, der Ender-Guardian? Boah, keine Ahnung, aber... Boah, Freunde, schaut euch das mal an. Guck mal, wie die den hochschleudern. Und jetzt noch der... Ey! Der andere ist auch noch da, Pat. Der Schleif fängt jetzt auch noch an mitzumachen und alle schubsen den hoch. Guckt euch das mal an. Ey, das ist so unfair. Der Ender-Guardian... Ich verstehe das nicht. Boah, jetzt schmeißt der wieder sich. Warum macht der nichts? Ach, Pat. Ey, kämpf doch, hallo. Mal, meiner wird hochgezogen. Was machst du denn? Boah. Ey, warum greift der denn die Falschen an? Der greift schon die Richtigen an, Pat. Haha, wenn du deine Mob unter Kontrolle hast. Oh mein Gott, was passiert hier, Freunde? Nein. Oh mein Gott. Nein, er wurde gerade wieder weggestoßen. Freunde, ich glaube, ich muss langsam ein bisschen helfen. Ihr seht's ja. Ich sehe einfach warum aus. Warum kämpfst du denn gegen den Falschen, Mann? Bist du verrückt geworden, Ender Guardian? So, komm schon, Freunde, ihr seht's. Wir hauen hier ein bisschen mit drauf. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall gewinnen. Kommt schon, Freunde. Ey, von wo kommt dieser Zombie jetzt her? Ach, keine Ahnung, wo der herkommt. Nur noch einer von deinen Ender Guardians. Ey, wer ist der denn? Wo kommen denn diese ganzen Monster her? Keine Ahnung. Guck mal diesen einen an. Der attackiert den ja komplett. Siehst du den? Oh mein Gott. Ja, ich sehe es gerade. Der ist richtig und der kann sogar fliegen, der eine. Siehst du ihn? Boah. Hä? Das ist doch nicht normal, das können diese... Können das Hulks? Ja, Freunde, er checkt nichts, dass ich das bin. Das bin einfach ich. Aber seit wann können das Hulks? Das können doch normalerweise nur so Mutanten, Blaze. Nein, das kann auch Hulk anscheinend. Komm, Freunde, wir testen jetzt mal den Hulkhammer.
Boah, ist der cool. Oh nein, 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 jetzt sind es nur noch wir beide. Patch, mal, der eine hat gar keine Chance. Also dein einer Ender Guardian. Welchen meinst du denn jetzt? Meinst du diesen... Oh, wer ist der denn jetzt? Hä? Komm schon, Ender Guardian. Er hat nicht mehr viel Leben. Komm, Freunde, wir töten ihn jetzt einfach. Oh mein Gott, Ender Guardian, bitte. Ah, er ist auch down. Oh mein Gott. Was ja, ist Freunde, das denn? Wir haben einfach die zweite Runde auch gewonnen. Schnell, schnell, wir müssen uns wieder verwandeln. So, Alter, Freunde. Hier wurde auch was gedroppt. So ein komischer... Gauntlet of Guards. Ey, Leute, es ist doch nicht mehr normal. Ach, Pat, haha. Damit steht's 2-0 für Sinti, Freunde. Und nicht mehr lange, dann können wir auf die Superheldeninsel. Ich freue mich, Freunde. Aber bleibt unbedingt dran, um herauszufinden, was in dieser Kiste ist. Boah, Freunde, wir führen einfach schon 2-0. Danke, dass ihr mich so supportet. Ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Aber wir verlieren keine Zeit und starten direkt in Runde Nummer 3. Und wir gucken mal wieder in unsere coole Truhe, was sich da drin befindet. Und dort haben wir nun einen Creeper. Boah, Freunde, der Creeper wird bestimmt cool als Superheld. So, also, ihr seht, so ist der Creeper noch ganz normal. Aber wenn ich jetzt wieder zu meinem Trank gehe, hole ich mir den nächsten Trank raus. Und das ist der geheime Superheldentrank, Freunde. Schaut ihn euch mal an. Der sieht aber sowas von cool aus. Und den werfen wir jetzt auch auf den Creeper. Was denkt ihr? Könnte dieser Superheld sein? Ich denke mal, das wird ein Iron Man Creeper. Boah, Freunde, wir finden es direkt heraus und verlieren keine Zeit. Komm schon, Creeper, verwandel dich. Komm schon, du musst dich verwandeln. Boah, Freunde, schaut mal, ich hatte einfach recht. Es ist einfach wirklich ein Mutanten. Iron Man. Boah, Freunde, der sieht so, so gefährlich aus. Ich würde sagen, davon spawnen wir gleich noch einige. Aber vorher schauen wir mal wieder durch unser Fenster und gucken, was sich der Pet ausgedacht hat. Wo ist er denn? Da ist er, Freund. Und was macht denn der Pet da? Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich krieg echt keine klaren Gedanken mehr, weil ich einfach jede Runde verliere. Okay, ich werde es jetzt einfach mal mit diesem Monster ausprobieren. Netherite Monstrosity. Damit bekomme ich Sinti. Koste es, was es wolle. So, Freunde, dann nehmen wir das mal raus aus der Kiste und schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Was hat... Es ist so krank. Was hat denn Pat da schon wieder gespawnt, Freunde? Das ist einfach ein Netherite Monstrosity. Okay, Freunde, wir brauchen auf jeden Fall richtig viele von diesen Iron Man Creepern. So, davon spawnen wir, würde ich sagen, einfach mal so 4 Stück. Ja, die sehen richtig gefährlich aus. Und ich glaube, Freunde, die haben auch richtig Lust zu kämpfen. Boah, ich würde sagen, wir entmuten uns erstmal wieder. So, Pat, hallo, bist du wieder da? Hallo, ich bin ready. Komm kämpfen. Okay, dann würde ich sagen, Pat, du zählst den Countdown runter und auf los geht's los. 3, 2, 1, go. Und, oh, Pat, was hast du denn da gespawnt? Das ist ja ein... Hey, wen greift ihr denn schon wieder an? Mein Netherite Monstrosity. Kommt schon, Iron Man Creeper, was macht ihr denn hier? Die kämpfen ja gar nicht, Pat. Was ist denn hier los? Kommt schon, stellt euch mal jetzt richtig an. Was macht ihr denn hier? Boah, schaut mal, Pat, jetzt geht's richtig los. Kommt schon, Iron Man Creeper, macht mal was für euer Geld. Na, deine haben doch eh keine Chance. Natürlich, Pat, du siehst ja, ich habe hier Iron Man Creeper. Boah, wie cool sind die denn? Meine haut die beiseite. Niemals. Schick sie lieber weg, solange es noch geht. Niemals, Freunde. Kommt schon, Iron Man Creeper. Ihr müsst euch beeilen gegen dieses krasse... Oh mein Gott, Freunde. Oh, was ist denn damit passiert mit deinen komischen Creepern? Warte mal, nein, 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 die sind ja gerade alle gestorben, Freunde. Pat und sein Monster hat noch die Hälfte vom Leben. Das können wir so nicht stehen lassen. Ey, Iron Man Creeper, mach doch mal was. Komm schon, komm schon. Ja, er kämpft weiter. Ja, komm schon. Der macht einfach Pat, der macht Breakdance auf ihm drauf. Was macht er denn da? Komm. Aber weißt du was, mein Netherite Monstrosity ist null begeistert, weil dein einfach so langweilig ist. Na, was für, der ist doch nicht langweilig, der springt hier die ganze Zeit hoch. Okay, Freunde, wir müssen... Ja, wie ein Clown. Ach man, Pat, Freunde, wir müssen uns was überlegen, Freunde. Ich hab eine Idee. Wir machen wieder das gleiche wie eben. Wir verwandeln uns schnell... Oh, mit Lava, Nein. Gar keine Chance. Freunde, komm, wir machen jetzt was. Das dürft ihr aber Pat auf keinen Fall erzählen. So, wir verwandeln uns jetzt auch in diesen Iron Man Creeper. Komm schon, Freunde. Ja, Freunde. So, wenn wir uns jetzt hier verwandeln,
in diesen TNT, Iron Man. Dann guckt euch das an, Freunde. Jetzt sehen wir einfach auch so aus und jetzt wird wieder gecheatet. So, Pat, schau mal, der eine, der eskaliert ja komplett. Siehst du das? Der kann sogar fliegen. Ja, aber die konnten doch die ganze Zeit fliegen. Die zumindest höher springen. Ja, ja, aber der hier, der macht richtig Schaden. Guck dir das mal an. Boah, es eskaliert. Ach, dieser eine kommt ja gar nicht mehr hoch. Was ist denn das für eine Gurke? Komm, Freunde, mir reicht's jetzt. Warte mal, der ist ja gestorben. Was ist mit der... Moment, was mit meiner Nether Monstrosity? Passiert. Ja, Freunde, wir haben wieder gewonnen. Schaut mal, es steht einfach 3:0 für... Mann. Pat, du hast wieder verloren. Edge Badge Team Synthi wird immer gewinnen, Freunde. Und jetzt schauen wir mal, ob wir schon auf die Insel gehen können, um herauszufinden, was sich in dieser Kiste befindet. Boah, Freunde, ihr seht, hier ist jetzt so eine Tür gespawnt. Das heißt, Pat... Ah, zur Seite mit dir! Niemals! Ich hab gewonnen, Freunde, und wir finden jetzt heraus... Hey, geh weg damit, das ist mein... Hör auf, Pat! So, wir finden jetzt heraus, was sich dort befindet in dieser Kiste, Freunde. So, komm. Fall bloß nicht runter! Tu ich nicht. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind auf der legendären Superheldeninsel. Und hier seht ihr es, hier ist Hulk, hier ist Captain America, hier ist Iron Man, hier ist Thor. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was sich in dieser coolen Kiste befindet, dann lasst noch mal ein kostenloses Abo da. In 3, 2, 1, genau jetzt. Boah, was? Auf einmal sind wir so viele Abonnenten geworden. Wie cool, Freunde. Und jetzt gucken wir rein. Das habt ihr euch aber auch wirklich verdient. Und Freunde, da ist einfach Thors Hammer drin. Guckt es euch mal an, Freunde. Und ich würde sagen, den müssen wir auch mal testen, Freunde. An Pat. Und was... Mein, was hast du denn da gespawnt, Pat? Pat hat einfach den King gespawnt. Boah, Freunde, schaut mal. Pat hat einfach den King gespawnt. Aber den töten wir jetzt mit unserem Thors Hammer. So, Freunde, komm doch her, King, wenn du dich traust. Boah, Freunde. Hey, lass meine Arme hier in Ruhe. Niemals. Wir sind einfach jetzt selbst wie ein Superheld, Freunde, mit diesem Thors Hammer. Guckt euch das mal an. Der ist... Hey, der ist schon tot. Was hast du damit gemacht? Ich hab mit ihm Boah, Freunde. Hey, was jetzt weiter auch? Ja, richtig. Mann, und dieser Pat... Hammer ist ja voll OP. Hey, Synthi, das war nicht so gemeint. Das war nicht so gemeint. Lass es. Bitte nicht. Bitte nicht. Und als nächstes, Freunde, ist Pat dran, der mit dem Thors Hammer geboxt wird. Nein. Komm schon, Pat. Boah, Freunde, wir haben einfach Pat erledigt. Das war richtig cool, dieses Video. Und jetzt bin ich auch ein waschechter Superheld.